Hi Leute, willkommen zurück zu euren Mario Maker Levels. Heute wieder mit Rucksack Izuka und wir spielen Yoshi's Island Castle of Coins. / Castle of Moins. Ich mache mich schon wieder bereit auf sehr, sehr schwierige Level. Naja, wir sehen's ja. Okay. Vom Design her waren deine Level ja immer top. Es gab für mich immer nur so zwei, drei Momente, wo ich denke, du hast es einfach unfair schwierig gemacht. Und das war ja immer so mein größter Kritikpunkt hier. Allerdings finde ich, dass du in diesem Format einer der allerbesten bist. Also Creme de la Creme, kann man schon sagen. Zum Beispiel sowas hier, wie mit dem Hund. Hundi. Ah. Natürlich fällt man hier runter, das ist... Naja, aber zumindest ist ein fairer Midway-Point drin. Ich sehe ja schon, wie er da ist. Okay, oh. So. Tada. Es ist tatsächlich möglich, es ist aber sau schwierig, da unbeschadet durchzukommen. Was aber auch nicht so schlimm ist. Okay. Hier ist jetzt mit Schlüsseln. Das heißt, ich muss 4 solche Dinger sammeln. Ah, scheiße. Das habe ich nicht gut gemacht. Naja, wie auch immer. Ich muss jetzt jeden dieser Level hier packen. Damit ich hinterher hier zum Exit komme. Okay. Geschafft, hoffe ich. Nee. Doch, ich hoffe es. Natürlich hoffe ich's. Jetzt soll ich natürlich alle meine Power-Ups schon verbrannen. Level 2 ist Karmic Madness. Beziehungsweise Maggie Cooper for the win. Wow! Das ist so der Moment, wenn man da ein bisschen nervös wird, ne? Aber okay. Es ist natürlich alles sehr gut machbar. Ich denke mal, den Maulblödsinn werde ich auch ohne Power-Up hinkriegen. Was natürlich dämlich ist. Nee. Das soll mich einfach nur dazu erziehen, dass ich da ein bisschen besser auf mich selber aufpasse. Und definitiv dann am Ende ein Power-Up habe. Naja, aber ich krieg's hin. Bin ich mir sicher. Das Doofe bei so Mauls ist natürlich, dass sie nicht wirklich linear laufen. Doch eigentlich schon. Die suchen nur so ein bisschen Schwung vorher. Damit die ihre sexuelle Schwungmasse so etwas in Bewegung und Wallung kriegen. Ja, dafür ist es da. Na, tolle Wurst. So ist es natürlich sehr gut. Och. Das hier ist natürlich so eine zusätzliche Schwierigkeit alles hier. Wenn man das noch nicht kennt, fühlt man sich sehr überfordert. Okay. Zack. Erledigt. Weiter geht's. Ah. Na gut, 3 habe ich jetzt. Das heißt, hier hole ich mir noch ein Power-Up. So, dankeschön. Und dann machen wir jetzt mal die Stampfattacken-Festung. Oh Gott, nein. Obacht! Yoshi! Das ist eine schöne Idee hier. Vor allen Dingen, weil man hier diesen Sprung dann auch noch recht gut machen muss. Also das hast du schon sehr gut umgesetzt. Ich mag's. Ich bin fröhlich. Ich bin fröhlich. Jetzt erwarte ich aber auch eigentlich einen Midway Point nochmal hinter dem Ding. Ja. Kriege ich auch. Sogar mit Power-Up. Das ist ja der Wahnsinn. Muss natürlich sehr nervig für dich gewesen sein, weil du das alles auf Anhieb hast durchspielen müssen. Ach so, ich kann hier nicht weiter. Oh. So ist es gedacht. Du da mit seinen Hammern, ne? Tu mal nicht so, als ob ich mal voll auf Breitness bin. Das muss eine enorme Arbeit für dich gewesen sein, das hier überhaupt durchzuspielen. Ah. Wieso wirft der den Hammer? Der soll das nicht. Das ist frech. If I had a hammer. Hammer in the morning. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass es
sogar nicht erlaubt ist, ihn umzubringen. Aber es nimmt mir ja doch ein bisschen Stress raus. Ah! Ich hätte gedacht, er ist vorher schon fertig. So, Leute, übrigens, meine Lungenentzündung ist immer noch nicht ganz weg. Das heißt, so viel sprechen ist eigentlich nicht gut. Aber egal. Ich mach das ja für euch hier. Mann! Hauptsache irrationale und nicht vorhersehbare Bewegungsmuster. Das ist super. Gerade noch so hochspringen, während ich hochspringe. Das ist ein Duell. Das ist kein Draufhauen. Oh. Dieser Bossfight ist ultra schwierig. Du musst ja so viele Sachen gleichzeitig im Auge behalten hier. Ja, genau wegen sowas hier. Ich könnte ihm ja jetzt natürlich eine ziehen, aber nee. Na gut, nochmal. Once again, motherfucker. Oh. Deswegen versuche ich seinen Schwungmoment so weit wie möglich auszukosten. Ja, genau, dann nochmal so ein Flämmchen da. Ich brauche es, ey. So, ich habe ihn jetzt umgebracht. Das ist gut. Ich hoffe mal, das muss ich nicht nur ausweichen. Und jetzt... ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hier gleich wieder so ein... Nee! Nee! Ist sogar Ende hier. Das ist gut. Schöner Level. Sehr schöner Level. Sehr, sehr gut gemacht. Vom Design her fast nicht besser zu machen. Und vom Gameplay her auch sehr gut. Also mir hat es gefallen, dass man so verschiedene Münzen aus verschiedenen Bereichen sammeln musste. Kriegt auf jeden Fall ein Sternchen, in der Hoffnung, weiterhin schöne Level von dir zu sehen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal rein. Weltrekord hat das Sinn. Roy's Castle Remake. Oh Gott. Los! Spaß! Du bist echt ein Profi, glaube ich, ne? Es ist kein Level dabei, den man einfach mal so ganz fix machen kann. Nee. Alle Level sind so, ja, 2%. 1,5%. Immer eine Herausforderung, ist aber gut. Guck mal, alleine der Vorgarten hier ist ja schon böse. Moin. Roy's Castle Remake. So ein Snake-Level wollte ich auch immer mal bauen. Das ist hier aber etwas gemeiner, da man hier an jeder Stelle runterfallen kann. Und du hast natürlich die Flämmchen auch so hingesetzt, dass man da immer wieder auf die Fresse kriegt. Ja, das ist klar. Roy's Castle Remake. Okay. Na toll, jetzt nehmen wir ihn mit. Nee, wir nehmen hier gar nichts mit. Wir machen jetzt hier erstmal Ende. Nochmal! Alleine der Anfang ist schon so. Du hast hier nirgendwo, bei keinem deiner Level, irgendwo so eine Szene, wo du sagen kannst, ja, hier bin ich gerade sicher. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr charmant, aber irgendwann geht es einem auf den Zeiger. Natürlich geht es einem irgendwann auf den Zeiger, was denn sonst? Boah. Zum Beispiel hier. Da ist direkt in der Mitte die Keule. Er geht nochmal weiter nach unten. Das bedeutet, wir könnten ja ihm hier theoretisch einen ziehen, aber dann wäre das genauso. Oh! Hier, der bleibt einfach dann da. Oh mein Gott, wo? Auch was sich durch all deine Level durchzieht, ist, dass man immer einen peripheren Blick auf alles haben muss. Also es gibt kaum... Kann ich mich eigentlich jetzt schon umbringen? Nö, das mache ich nochmal. Nochmal. So, jetzt holen wir uns mal hier neue Power-Up hier. Komm, hier, neue Power-Up. Komm, da, dankeschön. So, dann gehen wir mal hier so rüber. Tja, und hier läuft's. Okay. Das ist eine sehr schöne Geschichte hier. Ich bin beglückt ob der Tatsache, dass hier alles wieder so schön ist.
Okay. Einfach hier rechts stehen bleiben. Das geht. Ich würde ihm am liebsten jetzt schon einen draufhauen, aber das ist leider nicht möglich. So, jetzt für mich die Frage, wo ist hier der beste Punkt? Genau wegen sowas wieder, also... Jetzt kriege ich hier wieder einen drüber. Ihn mitzunehmen ist etwas, was ich nicht tun möchte. Oh, nee! Schon wieder, ey, das ist... Diese künstliche Hektik die ganze Zeit, nur... Immer... Du weißt nie, wo du da hin musst. Und dann überall. Und dann hast du wieder so ein Flämmchen aus dem Augenwinkel nicht gesehen. Und dann gleich Game Over. So, Neustart. Den Fehler mache ich sehr oft. Aber den hast du, glaube ich, auch so reingemacht, weil das normale Psychologie ist. So, dass du einfach dann nach rechts springst. Und dann kriegt man da direkt da, wo man langlaufen würde, wo es am meisten Sinn macht, einen auf der Fresse. Das ist auch etwas, was es in Mario Hex sehr oft gibt. Also, dass man wirklich die Ideallinie sich anguckt, wo könnte der Spieler langlaufen. Und wenn er da langläuft, gibt's halt auf die Fresse. Das passiert sehr oft. Ja. Wie kriege ich ihn entschärft? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann ihn einfach mal in Ruhe lassen. Ich versuche einfach mal, ihn in Ruhe zu lassen. Nee, so geht's dann auch nicht. Ja, das vergesse ich. Na gut. Dann nochmal. Okay. Nochmal. Einmal schön die Schlange würgen hier. Okay, ich laufe jetzt mit der Schlange. Ich kann mich einfach hier ducken. Da passiert nichts. Normalerweise, hier kann ich nach rechts. So. Ich kann ihm leider keine Zwiebeln hier. Das macht ihm nichts. Ich kann ihn nicht abschießen, meine ich. Okay. Jetzt wird's nochmal sehr knifflig. Das ist eine sehr unschöne Szene, finde ich hier. Strittig. Okay, weiter nach rechts. So, ich bleib hier mal ganz rechts. Okay, ducken. Ja, da gibt's auch! Ja, gib mir halt mal eine Sekunde, wo ich nichts machen muss! Das ist... Hier, guckt euch mal dieses kleine Fenster hier an. Da muss man dann hinspringen. Und dann mitfahren. Also, du sagst, es sei einfach. Ich finde das einfach, hast du gesagt. Das ist nicht einfach, das ist kackenschwer! Das ist kackenschwer! Aber das ist gut schwer. Das war ja bei deinem anderen Level auch schon so, dass du in jedem Sprung, du hattest zwei, drei Pixel, wo du landen konntest. Genau wie das hier jetzt wieder. Und wenn du das nicht machst, dann gibst du halt auf die Fresse. So. Oh, sehr gute Nummer, aber ich wäre eh nicht mehr zurückgekommen. Wie viel Sternchen hat er? 24, viel zu wenig. Viel zu wenig. Da ist jeder einzelne Sprung auf Millimeter genau geplant, mal wieder. Immer. Okay, nochmal. Dann fahren wir halt noch eine Runde. So. Nee, das war jetzt schon wieder zu viel. Oh, Gott. Okay, jetzt wird's wieder lustig. Jetzt müssen wir in die andere Richtung. Ich kann das ja so... Oh, das ist eine gute Variante. Jetzt ist einer davon weniger hier. So, ab nach vorne, den wieder zurück, nach hinten, dann wieder nach vorne. Da rüberspringen? Nein, kacke, nicht geklappt. Ja, jetzt kann ich es eigentlich schon wieder vergessen. Nee, kann ich wieder vergessen. Ach, die Passage da rechts schaffe ich sowieso nicht ohne Power-Up. Ist aber echt nett von dir, dass du eine Blume hier hinschmeißt. Das Schöne ist einfach, dass ich weiß, Super Mario World Musik, hier gibt's wieder keine Werbeeinnahmen für das Video. Natürlich nicht. Danke, Nintendo. Bitteschön, hier hast du meinen 5 Euro. Nein, das ist weniger, aber wie auch immer. Das ist frech. Ich finde, das gehört sich nicht. Nintendo, du bist ein Kackverein, manchmal. Du bist ein Arschloch. So geht das nicht.
Mach mal hier dieses Metroid Prime-Ding da für 3DS. Nenn das mal nicht Metroid Prime. Das wäre nett. Das ist nämlich kein Metroid Prime. Das ist so ein Blödsinn nur. Genauso wie Final Fantasy Crystal Chronicles dann auch Final Fantasy zu nennen. Das ist scheiße, das Spiel. Das hat mit Final Fantasy nichts zu tun. Außer vielleicht, dass es scheiße ist. So. Shots fired. Das war jetzt wirklich... Da kommen schon wieder so Final Fantasy Fanboys und sagen dann... Nah, Maddie, du hast so wieder keine Ahnung. Das ist so voll das gute Spiel. Oh Mann! Und er wirft hier noch seine Knochen, ey. Was ist denn das? Jetzt ist aber auch langsam gut mit dem Level hier. Ah, Midway Point, ey. Ich brech ab. Natürlich nicht. Damage Boost! Nee, aber den mach ich noch. Den Level mach ich noch. Dann ist vorbei. Ist schon wieder Phil nach 8. Ich muss eigentlich aufs Sofa, aber ich darf nicht. Ich hab Ferien eigentlich. Ferien und Lungenentzündung habe ich. Warum mache ich das? Oh Gott. Ja, dann lassen wir die Jungs hier erstmal ein bisschen durchflattern. In der Hoffnung, dass ich hier... Ja, guck mal einer an. Ist das hier Morten oder Roy oder was? Das ist eine kleine Gurke. Ja, genau. Ah! Mach, dass ein Level aufhört! Ah! Den ich jetzt noch sterben, das wollte ich nicht. Ah. Schöne Level, definitiv. Aber man braucht so seine Zeit, damit das klappt. Naja, wie auch immer. Hat mir mal wieder gefallen. Puh. Und für mich ist jetzt Ende. Macht's weiter. Gut. Macht's weiter. Bis gut. Einfach Ende.